Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Und wieder ein Tag angebrochen hier in New York City. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Rockefeller Center und wollen uns da mal umschauen, hier die Ecke generell, wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Bin mal gespannt, was wir hier noch so auf unserem Weg finden. Das hat mich dauerhaft schräg. Und wollen uns einfach mal hier ein bisschen umgucken. Gucken. Und also schauen wir einfach mal. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the. Also hier stehen wir jetzt vor dem Rockefeller Center und ich muss ehrlich sagen, mit der Eisfläche unten habe ich mir eher gedacht, dass die weiter oben ist, also auf der Höhe von der Straße hier. Und dass es auch ein bisschen größer aussieht, aber sieht man mal, was man mit Kameraeinstellungen so alles machen kann. Aber es sieht schon trotzdem schon ganz cool aus. Jetzt wollen wir uns mal die St. Paul's Cathedral hier in New York City angucken. Bin mal gespannt, wie die Kirche hier drin aussieht in Amerika. Also gehen wir mal rein. Konnten wir jetzt nicht sehen von der Kirche, aber es sah schon mal beeindruckend aus, wie groß die Kirche war und war schon unglaublich, muss ich sagen. Und Akustik ist natürlich auch, hat sich auch ganz cool angehört und natürlich konnten wir nicht weiter durchgehen, weil ihr habt ja gesehen, es war ja Gottesdienst und da wollten wir jetzt nicht stören und da haben wir gesagt, okay, lassen wir das und ja, jetzt schauen wir mal, wo wir weiter hingehen, also schauen wir einfach mal. Das war eben das Waldorf Astoria, das berühmte Hotel. Und das ist seit letztem Jahr, 2017, geschlossen worden, weil es dem Besitzer der Waldorf Astoria Gruppe einfach zu teuer war, das zu renovieren. Das wäre in die mehrere Milliarden gegangen. Jetzt hat es die Stadt anscheinend übernommen, ein anderer Investor. Und der macht daraus jetzt Eigentumswohnung. Es war schade, aber nun gut. Ist halt so. Jetzt wollen wir Richtung Bahnhof, zum Central Bahnhof. Mal so gucken, wie wir da hinkommen. Wir sind schon auf einem guten Weg, also ich bin mal echt gespannt auf den Bahnhof. Der Bahnhof, der war auf jeden Fall größer, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir schon groß vorgestellt, aber dass der so riesig ist, siehst du ja immer, wenn sie in Dokus haben oder in den Filmen hast, das sieht ja schon riesig aus. Aber wenn du wirklich da drinnen stehst, siehst du erstmal, wie verdammt riesig das Ding ist. Aber jetzt wollen wir in die dritte Straße, wollen wir ins Hofbräuhaus, wollen ein schönes ordentliches Bier mal trinken, nicht dieses amerikanische Gesöff hier immer und ein bisschen was essen und ja. Und dann schauen wir mal, was noch so weiter anliegt heute. Nachdem wir jetzt gesättigt sind, sind wir jetzt wieder auf dem Weg Richtung Rockefeller Center, wo wir mit der Bahn dann zurückfahren wollen. Und wo ich vorher nochmal in den Nintendo Shop möchte. Und mal sehen, was wir jetzt noch auf dem Weg alles zu sehen werden. Lassen wir uns mal überraschen. Also, auf geht's! Das war jetzt der Nintendo Store
habe mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt, dass sie dir vielleicht auch noch so von den alten Konsolenspielen noch ein paar Exemplare haben, dass du dir zum Beispiel für den Nintendo oder für den Gameboy dir auch irgendwelche Spiele kaufen kannst, aber so war es leider nicht. Aber nun gut, jetzt wollen wir wieder zurückfahren und dann wollen wir mal gucken, was wir noch so treiben werden. Also schauen wir einfach mal. So, Apartment ist hier jetzt auf unserer Straße so ein kleines Festival. Und das wollen wir dir mal zum Schluss jetzt nochmal angucken. Also schauen wir mal. Tja, das war ja jetzt kleiner als ich gedacht habe. Ich dachte, es wäre ein bisschen größer, aber naja, zahlst du 0,2 200 Milliliter Bier, zahlst du 6 Dollar und das zahle ich ihm definitiv nicht. Und morgen haben wir uns auch wieder einen Plan gemacht. Also lass uns mal überraschen, was wir morgen so treiben. Also bis morgen, ciao!